Hallo und herzlich willkommen hier zu einem Angespielt, und zwar Formel 1 2017. Mit mir, Domingo Viva, und wir gucken das Spiel uns heute mal an. Ja, ich habe es jetzt schon ein bisschen auch natürlich gezockt, also ich mache jetzt im Moment, mal gucken, wo ist es? Meine Karriere, ja, mache ich im Moment, ja. Aber die wollen wir uns natürlich nicht angucken. Was wollen wir denn mal machen? Ich glaube, komm, weißt du was, wir machen mal Grand Prix. Weiter. Und machen mal ein Rennen, ja, weil das wollt ihr ja sehen. Ja. Und ja, mal schauen. Wie gesagt, zur Grafik, Sound und den ganzen anderen Sachen, die es so da gibt in dem Spiel, werde ich natürlich später noch was sagen. Erstmal eine Runde fahren. Ja. Erstmal schön die Strecke mal erkunden. Also wie gesagt, ist halt das lizenzierte Spiel. Ja, es gibt alle Autos, alle Fahrer. Es gibt auch die alten Autos noch, die man fahren kann. Streckenmäßig sind halt alle Strecken, denke ich mal, mit drin. Also so gut kenne ich mich, muss ich ganz von vornherein jetzt schon sagen, kenne ich mich nicht aus mit Formel 1. Ja. Ich finde es einfach nur, die Sounds finde ich geil. Und einfach so das bisschen mal mit einem Rennauto mal fahren, finde ich einfach cool. Ja. Es gibt natürlich viele andere Spiele, Forza und dies und jenes. Aber Formel 1, weiß nicht, hat irgendwas. Weiß ich nicht. Ist irgendwie cool. So. Und entlädt. Und entlädt. Und entlädt. Und entlädt immer weiter. Und jetzt fängt es an. So. Australien. Das ist, glaube ich, so die... Ich weiß nicht, ob das auch in der Saison die erste Strecke ist, die man überhaupt fährt. Und das ist jetzt hier Australien. Wir sind so gut wie bereit und so sieht... Akzeptable Strecke bis zur ersten Kurve. So, Rennen starten. Also erstmal die Einführungsrunde. Bisschen zu früh losgefahren. Man soll zwar die Position halten, mache ich aber nicht. Also ich spiele mit Controller. Also wenn, wie gesagt, ich ab und zu mal anders war hier so rückartig lenke, dann liegt es halt daran mit Controller halt. Also Lenkrad habe ich noch nicht, aber möchte ich mir unbedingt eigentlich mal zulegen. Ein Lenkrad. Da habe ich echt nicht mal Bock drauf, mit Lenkrad das Ganze zu zocken. Auch schön, wenn man so kleine Frame-Einbrüche bei so einem Spiel hat. Oh, oh, das... Oh, es wurde nicht als Stop-Kollision. Scheiße. Okay. Wir halten mal an, ne, wir beide. Und dann wird man automatisch am Start jetzt hingesetzt. Man muss halt warten, bis die anderen Fahrer dann gekommen sind. Das ist ein bisschen doof. Ja. Gut, jetzt müssen wir halt warten. Ich fahre immer mit dieser Position, die finde ich eigentlich am besten. Man kann natürlich auch jetzt seitwärts ein bisschen machen. Man kann von hinten, von ein bisschen weiter oben, von vorne, da. Oder halt innen drin. Ja. Aber ich finde, wie gesagt, die Position finde ich persönlich eigentlich am besten. Und es kommt aber nichts. Moin Zuschauer, hallo! Ob ich jetzt sagen wir mal das ganze Rennen zeige, glaube ich eher weniger, weil ich glaube, das sind jetzt komplett alle Runden, also realistisch alle Runden. Und das werde ich, glaube ich, nicht zeigen. Also sagen wir mal so 4-5 Runden werde ich auf jeden Fall zeigen, wenn... Guck mal, wie schnell ich halt durchkomme, ne? Jetzt kommen die anderen Spieler alle hier. Palmer, Stroll, Grosjean, Van Dorn, Sainz, Verlaine und Eriksson. Okay, du fährst du mich durch. Oh, ich bin letzter. Auch nicht schlecht. Von ganz hinten. Lohnt sich auf jeden Fall. Ach, ich bin Ricardo. Ach so. Und los geht's. Das Rennen startet. Im Red Bull Auto.
bin ich jetzt. Ganz gefährliche Nummer hier. Ganz gefährlich. So, ich fahre natürlich auch mit ein paar Fahrhilfen. Ja, weil wie gesagt, mit Controller, alter Vater. Du bist schon ein bisschen. Ja. Oh, 12. Elfter. Ja, so macht man das. Ob was natürlich richtig ist, was ich mache, ist natürlich eine andere Frage. Ja? Wie gesagt, aber ich zocke das Ganze auch, wie gesagt, aus fast just for fun. Also ich bin jetzt nicht so einer, der jetzt sagt, ich muss jetzt alle Fahrhilfen aushaben. Ich muss jetzt die perfekte Linie aushaben. Also, nee, das brauche ich nicht. Also ich will einfach nur ein bisschen rumcruisen hier. Und das war's dann. Und da habe ich Bock drauf. Wieder eine Kollision. Vor mir ist Alonso. Alles klar, ihr kleinen Schlingel hier. Und ich bin wieder ganz hinten. Nice! So muss das, ne? So finde ich das auch gut. Ja. Ja, komplett hinten, ne? Nur weil mein Affe mich da überholt hat. Fuck. Gar nicht mal so einfach, muss ich sagen. Und ich hätte ja echt Bock, mit Lenkrad das zu zocken und dann halt auch mit Big Mana zusammen eine Saison zu machen. Und vielleicht noch mit ein paar anderen Kollegen. Das wäre so nice, das Spiel. Ich finde das einfach, macht Spaß. Ist natürlich eigentlich nur fahren. Ja, ist jetzt nicht irgendwie The Crew-mäßig, ja, Landschaft oder so, sondern einfach nur Rennstrecken. Aber ich finde den Flair dahinter, das ist einfach, finde ich einfach richtig nice. Jetzt wollen wir aber ein bisschen jetzt wieder aufholen kommen, ey. Erster werden wir, denke ich mal, nicht, weil 15 Runden. Aber wie gesagt, ich will ja eh nicht komplett alles zeigen, also. Weil das wäre, denke ich mal, doch ein bisschen zu viel. Das Gute ist ja nun angespielt, ja, für euch. Wie gesagt, ich zocke im Privat das halt so. Das finde ich halt so nice irgendwie. Wieder Sebastian. Ja, auch ein Deutscher. Okay, Box. Wir passen die Strategie an. Komm, nein, muss ich nicht. Warum? Ich kann auch ohne. Frontflügel ist beschädigt. Er wird die Performance beeinflussen. Ja, ich weiß, aber brauche ich nicht. Oder vielleicht doch. Aber ich bin ja schon wieder letzter. Ist auch scheiße. Nein, ich bleibe jetzt erstmal. Ich versuch's erstmal. Jetzt bin ich auf dem 14. Platz. Ja, ich will jetzt nicht schon wieder 6 Plätze zurückfallen. Aber es ist schon geil, Alter. Dass nur wenn der Frontflügel weg ist, sich das sofort auf die Fahrphysik, sagen wir mal so, auswirkt. Dass man wirklich dann halt, wenn man in Kurven reinfährt, einfach nicht komplett eine Kurve gut schafft. Boxenstopp in dieser Runde bitte. Wir geben dir ein paar neue Reifen und wechseln auf eine andere Strategie. Ja, okay, komm ich halt. Gott, dann seht ihr zumindest auch mal Boxenmix. Das haben sie auch ziemlich schön gemacht, weil früher war es ja so, dass halt in anderen Teilen, zumindest halt, also die vorherigen Teile, also 16 habe ich jetzt nicht gezockt, 15 auch nicht, aber so 14 und so, dass da halt keiner an der Boxen dann auch stand. Also halt natürlich meine Leute schon, aber die anderen nicht. Und jetzt ist halt so, dass wirklich dann auch die anderen Typen da aus der Garage rausgucken, wenn ich reinfahre oder so. So, okay, er ist reingekommen. Das finde ich schon geil. Wieder Vettel, Alter. Mein Gott, der ist aber heute echt, der hat richtig Feuer im Arsch heute, ey. So, komm, dann fahren wir mal rein.
selber machen? Nö, mach das selber. Okay. Guck jetzt, guck. Da sind die ganzen anderen auch noch. Richtig nice, ey. Einmal bitte Flügel wechseln. Neuen Flügel dran machen. Dankeschön. Neue Reifen draufgesetzt. Alles geht los. Danke. Da bin ich natürlich wieder ganz hinten. Aber die Banausen müssen ja auch theoretisch in die Box reinfahren, ja? Safety Car. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Kein Problem. Ruckler. Mein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber gehe es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Okay, Meister, weiß ich Bescheid. Mache ich doch gerne. Ja, aber Controller ist echt, weil es direkt. Aber ich versuche mein Bestes. Okay, wie gesagt. Geh sanfter mit dem Wagen. So viel Schaden verträgt er auf Dauer nicht. Okay. Boah, schon wieder beste Runde, ey. Oh Gott, er gönnt sich aber mal richtig, ne? Würde ich mal sagen, ja. Ne, auf jeden Fall, jetzt können wir schon mal mit der Grafik schon mal anfangen. Also, ich muss sagen, das sieht schon verdammt geil aus. Und gerade wenn es regnet, ey, mein lieber Scholli, das ist die Gischt, wie die hochspringt und die Wassertropfen, richtig nice. Sound ist halt Formel 1 Sound. Ist jetzt nicht irgendwie was Weltbewegendes, ja, so. Aber es ist einfach der Style, weißt du? Schön in so einem Ferrari zu sitzen oder hier in Red Bull oder Mercedes oder so. Hat was, hat echt was. Macht schon Spaß. Wieder. Naja, kann man nichts machen. Zum Auto vor dir beträgt 20,7 Sekunden. 20 Sekunden, Alter. Wenn der nicht in eine Box fährt, ey, dann hole ich ja gar nichts mehr ein. Ey. Echt schade. Na gut, aber wie gesagt. Guck. Das ist echt heftig. Wenn man nur einen Flügelschaden hat, sofort, ey, senken die, geht das einfach nicht mehr. Da kannst du machen, was du möchtest. Du musst jetzt wieder in die Box reinfahren. Aber mache ich nicht. Wir fahren jetzt noch einmal ins Ziel rein und dann schauen wir uns noch was anderes mal kurz an. Wenn es noch was anderes gibt. Für eine andere Strecke oder so. Aber dann aber nicht hier, oder? Ja, mal gucken. Mal gucken. Ja, wenn man Zeit. Als bin ich gleich drin. Im Ziel. Machen wir natürlich einen Cut, ja. Ich will jetzt nicht das wieder das ganze Menü zeigen. Da fahren wir einmal kurz rein, winken, lächeln. Und wie gesagt, dann sehen wir uns gleich zu einer anderen Strecke wieder. So, da sind wir jetzt im Menü. Ich habe jetzt Zeitfahren ausgewählt. Und ich mache nochmal einen zurück. Man kann beim Zeitfahren, also hier da, man kann da moderne Formel 1 Wagen, also von dieser Saison halt, oder historische Wagen. Und dann von 1988 den McLaren MP44, 91 den McLaren Williams von 92, 95, 96, 98, 2002 Ferrari, das war bestimmt von Michael Schumacher, die Autos. Da müssen wir mal echt gucken, welchen nehmen wir denn, Alter. Boah, der sieht nice aus. Aber ich will jetzt einen so einen richtig alten haben, von 1988, der ist doch, ne? Komm, nehmen wir den mal. Ja? So, wo sollen wir denn mal fahren? Am besten über eine Strecke, die ich... Monaco ist scheiße. Österreich. Oder gibt's auch die deutsche? Gibt's gar nicht mehr? Okay. Hm.
machen wir die Strecke mal. So, jetzt sind wir in Österreich. Okay, geht natürlich zur Strecke. Fliegende Runde kann ich leider nur machen. Aber gut, gucken wir uns den Wagen mal an, ja, den wir jetzt fahren müssen. Das sieht doch schon mal nice aus, Alter. Warte mal. Kurz. Müssen wir da zurück. Boah, wie breit der ist. Boah, sind die alle so breit. Haben wir gar nicht nie so vor. Okay, dann nehmen wir aber jetzt mal eine andere. Ach, ungültige Rennen. Fahren wir mal so, komm. Mal schauen. Guck mal, wie das hier drin aussieht, Alter. Kaum Knöpfchen, ey. Mein Gott. Aber ich kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Warte. Mit der am besten fahren. Ich weiß nicht warum, ich kann einfach mit der am besten fahren. Wie schön das hier aussieht, ey. Aber warum sind die deutschen Dinger denn nicht mehr drin? Ich habe zwar was gehört, dass irgendwie keine Gelder mehr da sind für Hockenheimring oder... Hockenheim war das? Hockenheim weiß ich jetzt nicht. Wenn wir irgendeine deutsche Strecke und das jetzt nicht mehr machen, dann halt. Aber wo ich mir denke, Alter, das ist doch irgendwie Tradition, weißt du, in Deutschland eine Formel-1-Strecke zu haben. So, weißt du, dann müssen sie doch mal von Formel 1 vielleicht auch sagen, von der ganzen Rennmotorsport-Serie. Kommen wir, stecken da Geld rein und kaufen die Strecke vielleicht. Aber gut, die denken sich, das ist international. Warum sollen wir den Deutschen, sagen wir mal, eine Strecke oder dann halt, ne? Naja, gut. Auf jeden Fall, die Strecke ist nice. Jetzt habe ich vorhin gesehen, gerade, habe ich aber nicht, bei Regen kann man auffahren. Das will ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Kacke gemacht. Mann. Rabatt irgendwas, ne? Guck, was bin ich da vorne? Ich meine, jetzt ein Zeitfahren halt nur. Einfach nur, wie gesagt, mal eine Strecke mal auskundschaften. Gott im Himmel. Mein Gott. Warum komme ich nicht an mich ran? Genau, noch schlechter. Gibt's doch nicht. Das gibt es echt nicht. Na, und ihr guckt alle zu am Straßenrand. Ich bin besser gefahren gerade. Jetzt auf einmal nicht mehr. Jetzt müsste ich doch theoretisch. Soll ich zwar eine schnellste Runde oder wird es jetzt erst gezählt wieder? Hahaha. Das ist doch mein altes Ich jetzt schon wieder. Okay. So gut die Zeit jetzt wieder aufgebaut. Mein Gott. Ist es ein Computerspieler oder ist es ein Dings? Das gibt es doch nicht. Warum slide ich denn immer hier so doll? Oh, ist es ein Computerspieler jetzt? Der fällt auch so ganz komisch. Weiß ich echt nicht. Sehen wir ja gleich, wenn er noch drin bleibt, ist es ein Computerspieler. Jetzt habe ich dich überholt. Saftsack. Okay. Okay. Ja, so. Okay, warte mal. Dann werden wir mal nochmal... mal gucken, ob das geht. Ah, da, genau. So, jetzt nehmen wir mal einfach mal hier so eine, keine Ahnung, nicht, Belgien, historische Wagen lassen wir, aber nehmen wir jetzt mal hier Ferrari von 2007, der war nice.
trocken nicht, nass. Ja. Einstellung bestätigen. Ja. Weiter. Weil das Regen, das ist... Oh, ist das geil. Regen ist richtig nice. Regen ist irgendwie, ey... Ist natürlich schwieriger zu fahren, ganz klar. Aber es macht einfach viel mehr... Also ich finde es einfach... Ich finde es geil. So, da regnet es in Belgien. Okay, gehen natürlich zur Strecke. Fliegende Runde. Das sieht so geil aus. Ist von 2002. Alter, wie man hier rutscht. Das sieht so schön aus. Oh, bei Regen. Alter, wie man rutscht. Gut. Okay. Jetzt haben wir natürlich mal die hintere Sicht. Oh, das sieht so verdammt nice aus. Und man rutscht aber richtig scheiße. Und halt. Unnormal, das Auto geil aussieht, ne? Guckt euch das mal an. Okay, jetzt soll ich mich ein bisschen drauf konzentrieren. Okay, gehen wir mal ins Cockpit rein. So, so fühlen sich die Rennfahrer. Ja, wenn sie bei nasser Strecke fahren. Raus. Weil die Sicht mag ich nicht. Und ich werde mir auf jeden Fall ein Lenkrad kaufen, ey. Irgendwann, dann ist es soweit und dann, oh, habe ich so Bock drauf, ey. Oh! Moin, Jungs. So geil aus, Alter. Als wären das echt kleine Wassertröpfchen, die da überall sind. Also es kann natürlich auch sein, ich habe die Strecke, da bin ich noch nie gefahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Also erstmal reinkommen muss, wann ist Bremspunkt, weißt du so. Da mache ich auch gerne halt in der Saison, die ich im Moment fahre, auch so, dass ich mir wirklich die Trainings wirklich alle drei Stück mitmache, aber nicht komplett. Also ich fahre halt ein paar Runden, ja. Und Qualifying natürlich, klar, muss man mitmachen. Wegen Aufstellung. Alter. Und das mit Fahrhilfen, ne? Will ich nur mal sagen. Alter, komm erstmal durch den Acker, ey. Scheiß die Wand an, ey. Sieht nice aus, Alter. Boah, wie fett, ey. Schleuden! Ach komm, wisst ihr was? Gehen wir zurück zum Hauptmenü. Und dann werde ich noch ein bisschen weiter. Wenn wir mal Cut machen hier. Dann sehen wir uns im Hauptmenü wieder. So. Endbericht sozusagen. Ich habe euch jetzt, wie gesagt, einmal ein Rennen richtiges gezeigt. Einmal Zeitfahren und einmal Nässe. Auch Zeitfahren. Und es gibt dann natürlich viel mehr. Man könnte natürlich mehr Spieler machen. Grand Prix machen, das, was wir jetzt gerade angefangen haben. Die Karriere natürlich spielen, ja? Die ich im Moment mache, da kann ich jetzt, sagen wir mal, raus sagen. Es ist halt cool gemacht auf eine Art. Also man fährt halt natürlich sein Training, sein Qualifying, sein Rennen.
Du kriegst deine Bewertungen, du bist in irgendeinem Team drin, du erstellst deinen eigenen Spieler, Hautfarbe, dies, das, das, ja. Deinen alten Namen und was du alles haben möchtest, auch dann für wen du fahren möchtest, ob jetzt Mercedes, Ferrari und die ganzen anderen Autos, die es dann noch so gibt, Renault und so. Und dann komm mal ab, kannst halt so einen Stammbaum hast du halt, da machst du halt Sachen. Also diese Karriere möchte ich halt selber gerne weiterspielen, also alleine. Darum kann ich es euch jetzt nicht zeigen, sonst müsste ich ja wieder, ne? Auf jeden Fall, Meisterschaft gibt es ja. Das heißt, du trittst halt, steht ja auch da unten, an Erfolgen, Event und Zeitfahren, das war es eigentlich schon. So. Nochmal, wie gesagt, zur Lizenzsache. Richtig nice. Also das muss ich sagen, das finde ich echt cool. Das wäre jetzt, sagen wir mal, so, wenn jetzt, sagen wir mal, die Entwickler von Pro Evolution Soccer sagen würden, wir machen jetzt Formel 1 und hauen da auf einmal dann irgendwelche Autos raus, die es gar nicht gibt, wo sie keine Lizenzen für haben, sondern irgendwelche erfundenen Sachen, so wie jetzt bei Pro Evolution Soccer auch. Die haben zwar schon ein paar Lizenzen, aber halt jetzt nicht alle. Wäre das natürlich ein bisschen ärgerlich. Also darum finde ich das gut, dass Formel 1, also halt die Entwickler, die das Spiel gemacht haben, ich müsste jetzt Codemasters, glaube ich, oder? Oder? Ich müsste jetzt echt lügen, ey. Warte mal. Kann man in Optionen das gucken? Die Credits. Codemasters, genau. Lassen wir mal die Credits mal so durchlaufen. Auf jeden Fall, das kann ich halt dazu sagen, dass das wirklich so geil ist, weil du kannst halt wirklich sagen, ich bin jetzt großer Fan von Ferrari oder von anderen Autofirmen. Ich möchte jetzt mit dem Formel 1 fahren und richtig nice. So. Dann halt auch die alten Autos noch zu haben. Zum Beispiel halt wirklich die Siegerautos, denke ich mal, sind das. Wo man sagte, okay, Michael Schumacher ist in dem Auto Weltmeister geworden 2007 oder 2006. Aber mit dem Auto möchte ich jetzt gerne einfach mal ein bisschen rumcruisen und die Strecken nachfahren. Einfach nur cool gemacht auf jeden Fall. Das ist das Sound, klar. Im Menü hört man halt so ein bisschen Musik. Das ist halt so futuristisch, hört sich das an, so ein bisschen so. Also Rennen, also so ganz, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll auf jeden Fall, ne? Im Rennen natürlich klar keine Musik, da ist halt Konzentration auf die Fahrt, auf die Strecke. Man darf natürlich jetzt all das Spiel nicht mit anderen Spielen eigentlich vergleichen, weil Formel 1 ist halt wirklich Formel 1 und ist halt wirklich ein Rennauto-Simulator oder Spiel. Und sagen wir mal so Forza, Horizon, Project Cars, die wollen das zwar auch, aber da hast du halt, wie gesagt, viel mehr Autos. Ja, du kannst jetzt hier nicht mit dem BMW, 3er BMW hier rumfahren, weißt du, so. Sondern das ist halt wirklich Formel 1 und das andere sollte man wirklich trennen. Darum ist halt auch das Spiel auch wirklich für Leute, finde ich persönlich, die wirklich Formel 1 auch wirklich zocken wollen. Weißt du, weil andere sind falsch hier. Weißt du hast halt dann Rundkurse, die ganz normalen, die es so gibt, mit Formel 1 Wagen und mehr nicht. So. Und da sollte man echt dann gucken, was man dann nimmt. Aber alle für die, die Formel 1 halt wirklich gerne mögen. Und wie gesagt, ich bin halt einer, ich kenne mich zwar nicht gut aus mit dem Spiel, mit den ganzen Sachen, mit den Regeln von Formel 1 oder so. Klar, dass man Erster werden muss, logisch. Aber halt das mit dem Safety Car, dies, das, bla bla bla, irgendwie so, weißt du, das ist so. Ich möchte einfach nur, wie gesagt, ich möchte einfach nur fahren, ja. Ich möchte einfach nur ein bisschen Spaß haben, den Sound im Kopfhörer zu hören oder auf Boxen und einfach meine Runden drehen. Natürlich mit Lenkrad wäre es natürlich noch besser. Ich habe jetzt, wie gesagt, mit dem Xbox 360 Controller gezockt und das ist auch okay. Aber wie gesagt, Lenkrad wäre natürlich noch besser. Tastatur finde ich persönlich geht gar nicht, weil da bist du halt wirklich so ruckartig. Das ist irgendwie so ganz komisch. Grafisch sieht es natürlich halt wirklich nice aus. Wir gehen nochmal zurück. So. Grafisch sieht es natürlich richtig fett aus. Ihr habt gerade gesehen, beim Regen, ey, ganz ehrlich, was wollt ihr mehr? Was will man mehr? Das ist das Gefühl, du kriegst halt Wasser im Mund, ey. Richtig nice. Performance-mäßig gut, jetzt mit Aufnahmeprogrammen und so, ist natürlich immer ein bisschen klar, dass die Frames nicht ganz so tolle sind. So, wenn ich jetzt ohne Aufnahme mache, ist das Spiel flüssig. Ich habe es auf höchsten Einstellungen. Und mein PC ist jetzt, sagen wir mal, in dem Sinne zwar noch gut, aber jetzt nicht mehr, sagen wir, für die neuesten Spiele. Halt, da muss ich schon immer gucken, dass ich die Grafik einen kleinen Ticken runterstelle. Und gerade mit Aufnahme eigentlich normalerweise noch mehr. Wir können mal ganz kurz gucken. Das können wir uns ja natürlich mal, Spieloptionen. Gucken wir uns mal kurz an, die Einstellungen, die ich hier habe. Müsste eigentlich Videomodus. Klar, 1920x1080 Vollbild. 16-fach, tdda. Also, das ist alles so. Erweitertes Setup, mal gucken. Guck alles auf hoch.
Und weiter geht's auch nicht. Also ich habe wirklich alles auf... Oh. Wie gesagt, und es läuft halt, wenn er ohne Aufnahme, habe ich wirklich mehr als konstante Frames. Ja, was will man mehr? Gut, da würde ich sagen, das war's eigentlich schon mit dem Spiel. Wie gesagt, wenn ihr euch das Spiel mal kaufen möchtet, vielleicht wenn es auch, oh, vielleicht eine ältere Version, weißt du, ihr müsst ja jetzt nicht, aber wie gesagt, die Version ist eigentlich schon, muss ich sagen, die Fehler, die sie früher hatte, hat sie teilweise ausgemerzt aus 2016 oder aus den anderen Teilen sowieso. Aber es gibt natürlich immer so kleine Sachen, die vielleicht noch besser gemacht werden können. Aber na gut, das ist halt, was ist perfekt? Ja, das ist halt, für jeden gibt es irgendwelche unterschiedlichen Sachen. So, aber für mich würde ich sagen, echt, das Spiel, das lohnt sich mit Freunden natürlich, wenn ihr Bock habt. Ihr habt, sagen wir mal, so ein kleines Grüppchen von Formel 1 Begeisterten, die sagen, oh, ich habe so Bock auf Formel 1. Ist das das Spiel eigentlich, was man, wo man es echt nicht mit falsch machen kann? Und ja, wie gesagt, guckt einfach selber. Entscheidet selber. Dann bis zum nächsten Mal und Dankeschön fürs Zuschauen bei Formel 1 2017 mit mir, Domingo Viva, im Angespielt und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.